Servus. Ich bin der Michael Paar hier auf den Jagd- und Schützentagen 2023 neben Martin von GSG. Und der stellt uns heute mal seine neuesten Produkte vor. Servus. Ja, servus, Michael. Schön, dass ihr da seid. Ich habe für euch hier das Sig Sauer Zulu 6 HD in 16x42. Ein Fernglas, was bildstabilisiert ist, wo ich entsprechend alles hier für die Augen einstellen kann, hier den Mitteltrieb einstellen kann. Und wenn ich dann durchschaue, kann ich hier den Bildstabilisator nach vorne schieben und das Bild ist wie bei dem Leopardpanzer entsprechend beruhigt. Und ich kann sogar noch eine zweite Stufe zünden, dass ich noch mehr fokussiert bin und ruhiger mir das Ziel anschauen kann. Ist auch sehr interessant dann natürlich für den Hochsitz. Ich brauche kein Spektiv mehr, für den Schießstand eventuell auch. Und das Ganze gibt es bei uns für 1.549 Euro und wird ab November verfügbar sein. Ja? Das ist schon mal super. Ich habe es gerade ausprobieren dürfen. Kann ich alles bestätigen. Und du hast noch was Neues dabei. Genau. Was wir auch haben, ist ein Glas, ein 2x16x50 von der Marke Element Optics, hier in der Version Helix HD. Das Absehen befindet sich in der zweiten Bildebene. Wie ihr seht, haben wir hier einen 30 mm Mittelrohrdurchmesser, Parallaxenausgleich, sechsfach einstellbare Helligkeit. Wir haben ein Absehen, das angepasst ist auf das Kaliber 308. Und der größte Vorteil ist, man kann es natürlich mit Vorsatz- und Nachsatzgeräten bei zweifacher Vergrößerung benutzen. Und der Preis liegt bei unschlagbaren 579 Euro. Günstig, gut und die Zukunft. Absolut. Ja? Gut. Dann schon mal Dankeschön. Bitte schön.